Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Albert Bestwin. Wir beginnen heute mit dem zweiten Teil der Nier Raid Reihe, beziehungsweise mit den Vorquests dazu. Und ja, ihr solltet inzwischen wissen, das ist so für mich so der Fremdkörper im Spiel. Ich mag das gar nicht, aber der Vollständigkeit halber zeige ich es natürlich im Let's Play. Und wir sprechen mit dem Vorarbeiter. Holadrio Reisende, stell dir vor, ich hatte Ausschau nach dir gehalten, weil, nun ja, könntest du nach Anok und Konok sehen? Sie sind mit Untersuchungen beschäftigt, sagtest du. Ich will sie auch gar nicht stören, ich verstehe davon ja ohnehin nichts, aber so wie ich die beiden kenne, fliegen uns bei solchen Untersuchungen früher oder später wieder alles um die Ohren. Ich gehe mich vergewissern, dass sie noch ernsthaft bei der Sache sind. Da fällt mir aber ein Stein vom Bart. Ich danke dir, Reisende. Und außerdem halten wir bald schon eins unserer jährlichen Feste ab, unser Dankesfest sozusagen, bei dem wir uns für ein weiteres, mehr oder minder heil vorübergegangenes Jahr erkenntlich zeigen. Wie du dir sicher vorstellen kannst, stecke ich gerade bis zum Bart in Vorbereitungen. Und Anok und Konok freuen sich bestimmt auch, wenn du dich mal wieder blicken lässt, richtig? Du wirst mich doch nicht hängen lassen, oder? Sie sind im alten Stollen. Du weißt schon, direkt vor diesen ominösen Ruinen, in denen ihr euer Unwesen getrieben habt. Na gut, dann gehen wir da zu dem alten Stollen. Der ist ja gleich hier aufs Eck. Und dann schauen wir mal, wie es den Zwillingen dort geht. So, ach, da ist ja auch schon 2P mit dabei. Ha, unsere liebe Wohltäterfreundin. Du kommst im perfekten Moment. Wir kommen nämlich nicht so recht voran. Es geht um den Schlüssel. Du erinnerst dich an diesen komplexen Prozess, währenddessen der Pod bei der Analyse die ganze Zeit gepiept hat? Den hat der Schlüssel selbst ausgeführt. Stell dir vor, er war vorhin endlich fertig damit. Aber dafür tut er jetzt gar nichts mehr. Nicht mal die kleinste Regung. 0,0 gar nichts. Ich fasse kurz zusammen, was wir bisher herausgefunden haben. Laut der Analyse unseres Pods handelt es sich in der Tat um diesen Schlüssel, von dem 2P gesprochen hat. Und scheinbar lässt sich mit ihm eine Art Waffe kontrollieren, die wiederum Maschinenwesen manipulieren kann. Aber offenbar fehlt es ihm an Energie, deswegen ist er sofort wieder ausgegangen, kaum dass er eine Regung gezeigt hat. Richtig, aber wir wissen schon, was unsere nächsten Schritte sein werden. Den Schlüssel wieder zum Laufen bringen und uns dieser Waffe bemächtigen. Und dann lassen wir die Maschinenwesen auf die garstigsten Unholde los, die es auf Komra abgesehen haben. Ha! Warte mal, Anok. Dazu habe ich doch noch gar nicht Ja gesagt. Wir wissen schließlich nichts über diese Waffe. Ah, Konok, warum musst du mir denn immer widersprechen? Du hältst uns doch nur auf. Du
weil du immer einfach drauf losstürmst, ohne zu wissen, womit du es zu tun hast. Ist ja kein Wunder, dass ihr nicht vorankommt, wenn ihr euch der in den Bärten kriegt. Und er schreit nach dem blutigen Kampf. Okay. Ist ja kein Wunder, dass ihr nicht vorankommt, wenn ihr euch der in den Bärten liegt. Aber du hast ja recht. Also, nochmal von vorn. Ich denke, dass wir diesen Schlüssel schleunigst wieder zum Laufen bekommen und uns diese Waffe unter den Nagel reißen sollten. Weil diese Maschinenwesen und der Android in Schwarz, die stellen doch eine Mordsbedrohung für Komra dar. Deswegen dürfen wir keine Zeit verlieren und müssen unbedingt die Oberhand gewinnen. Und deswegen ist der Schlüssel zu dieser Waffe auch der erste Schritt, um mehr über unsere mysteriösen Feinde zu erfahren. Und unser Dorf vor ihnen zu beschützen. Was ergibt daran bitte keinen Sinn? Ach, Anok. Also schön, du hast mich überzeugt. Außerdem will ich ja mit dir an einem Strang ziehen. Hahaha, Brüderchen, ich wusste, dass du mich nicht einfach so hängen lassen würdest. Also dann. Es wird höchste Zeit, dass wir Operation Schlüsselenergie in Angriff nehmen. Und du, geschätzte Wohltäterin, machst natürlich auch mit. Okay, wo sind die jetzt wieder hin? Muss ich jetzt raus? Offensichtlich. Ja. So, wir sind also im Dorf. Sehr gut, da bist du ja. Also, als erstes müssen wir den Schlüssel irgendwie mit Energie versorgen. Da sind deine Talente gefragt. Und zwar brauchen wir einen Klopferkristall. So einen findet sich aber, wie du dir sicher vorstellen konntest, nur auf dem Rücken eines Gulk-Klopfers. Die Viecher in der Zwergenhöhle, du weißt schon. Während du dich darum kümmerst, werden Konok und ich einen Weg finden, wie wir uns den Schlüssel der Energie dann auch zuführen können. Triff uns einfach in Komra, wenn du fertig bist. Okay, dann geht's zur Zwergenhöhle. Und da ist doch schon ein Gulk-Klopfer. Nicht mehr lange. Und dann geht's zurück. Unversehrt zurück, Frau Wohltäterin? Hoffentlich auch mit einem Klopferkristall im Gepäck? Natürlich. Perfekt, vielen Dank. Dann machen wir hoffentlich den Durchbruch, den wir gerade dringend brauchen. Bislang verläuft alles nach Plan. Wir haben den Schlüssel, wir haben Energie. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, beides miteinander zu verbinden. Das könnte ein Weilchen dauern, fürchte ich. Du hast uns schon ordentlich weitergeholfen, liebe felshohe Freundin. Gönn dir gern ein bisschen Ruhe. Das Dankesfest sollte ja auch bald anfangen, oder nicht? Hey, ihr beiden, Anok und Konok! Endlich habe ich euch gefunden. Hört mal,
Ich hatte euch doch gebeten, etwas für das Fest vorzubereiten, richtig? Wie sieht es denn da aus? Wie steht es denn damit? Holadrio, Herr Vorarbeiter. Das Fest, ja natürlich. Anok? Ja. Schön, schön. Kümmern wir uns erst darum, wenn es unbedingt sein muss. Komm schon, Konok. Hilft dir nichts. Das lief besser als erwartet. Und du bist hiermit selbstverständlich herzlich zu unserem bescheidenen Fest eingeladen. Sollte das nicht sowieso klar gewesen sein. Du hast so viel für uns getan, deswegen hoffe ich, dich mit zwergischen Köstlichkeiten und ausgelassener Stimmung etwas verwöhnen zu dürfen. Ich freue mich ehrlich gesagt darauf, dir zu zeigen, was Gokische Gastfreundschaft bedeutet. Irgendeine Notenrolle haben wir bekommen. Ja, gleich mal nutzen. Und weiter geht's. Noch eine Notenrolle, okay. Ah, Holadrio Reisende. Ich hoffe doch, dass du wegen unseres schönen Festes hier bist. Ich hätte glatt vor Enttäuschung die Bartzöpfe hängen lassen, wenn wir es ohne dich hätten beginnen müssen. Ach, da freut sich aber ein gocksches Herz. Dann hier. Nimm dieses Bündel Festtagsfähnchen und geh sie an die Zwerge im Dorf verteilen, ja? Das ist ein alter Brauch, der das jährliche Dankesfest einläutet. Ich hoffe, es kommt dir nicht wie eine weitere lästige Aufgabe vor, die wir dir an den Bart schmieren. Das Verteilen dieser Fähnchen ist eine große Ehre unter uns, Gox, musst du wissen. Also gut, dann gehen wir Fähnchen verteilen. Wenn das so eine Ehre ist, dann machen wir das doch gerne. Also hier, gehetzter Zwerg, hab hier ein Fähnchen für dich. Huch, einer Reisenden wird so eine gewichtige Aufgabe zuteil, aber eigentlich sollte ich nicht überrascht sein. Jo, hier Fähnchen bitte. Das Austeilen der Fähnchen steht nämlich immer dem Zwerg zu, der sich im vergangenen Jahr besonders um das Wohlergehen des Dorfes bemüht hat. Deswegen hat der Vorarbeiter dir diese Aufgabe überlassen, als Zeichen seines Dankes. Normalerweise würde er niemals einen Nicht-Gog an unsere Dekoration lassen. Holadri... Oh, ja, das ist... Ist das denn die Möglichkeit? Ist das ein buntes Fähnchen, das du da hast? Ja, habe ich. Oh, ich danke dir, ehrenwerte Trägerin. Und wenn ich die Fähnchen dieses Jahr so gern, auch wenn ich die Fähnchen dieses Jahr so gern selbst verteilt hätte. Du nimmst zum ersten Mal teil, richtig? Sie sind deswegen so kunterbunt, weil sie die ebenso bunten Persönlichkeiten der verschiedenen Gogs repräsentieren. Dass wir sie dann gemeinsam aufhängen, zeigt unseren Zusammenhalt. Holadrio! Das ist ja endlich! Da ist es ja endlich, mein kunterbuntes Fähnchen. Ich habe die ganze Zeit schon drauf gewartet. Also ich weiß nicht, kunterbunt, für mich sind die einfach nur rot. Während des Dankesfestes schlagen wir uns jedes Jahr die Bäuche mit traditionellen Gerichten und Schnaps voll. Einfach nur um des Feierns Willens. Eine kleine Ode an unser alltägliches Zusammensein und friedliches Miteinander, wenn du so willst. Okay, wenn es euch denn so gefällt. Dann, wo ist denn der Vorarbeiter? Da ist der Vorarbeiter. Jeder Zwerg und jede Zwergin hat ein buntes Fähnchen in der Hand. Wunderbar. Ich danke dir, ehrenwerte Trägerin. Jetzt fehlt nur noch der letzte Schliff.
Und dich würde ich nun gerne um eine kleine Bartlänge an Geduld bitten, Erlip. Es geht sofort los. Reisende, du hast viel Zeit in unserem Dorf verbracht, so viel wie noch keine Fremde zuvor. Hauptsächlich, weil du immer ein wachsames Auge und eine helfende Hand für die Zwerg-Zwillinge übrig hattest. Deswegen verdienst du es mehr als jeder andere, unser Dankesfest in vollen Zügen auszukosten. Bitte, halte dich nicht zurück. Labe dich an den vielen traditionellen Köstlichkeiten und sieh zu, dass dein Schnapsbecher niemals leer ist. Schmeiß dich ins Gocksche Getümmel. Ah, endlich fertig mit den Vorbereitungen. Olle ist fest. 12.000 Sachen zu tun. Nörgel, nörgel. Hey, da ist doch unsere liebe Nichtzwergenfreundin. Sag bloß, der Vorarbeiter hat dich auch zu irgendeiner blöden Aufgabe verdonnert. Ich durfte Fähnchen verteilen. Eine große Ehre offenbar. Ach, Banalitäten sowas. Du hast Wichtigeres zu tun. Du darfst uns weiter an dem mysteriösen Schlüssel und 2P forschen. Wir sind nämlich einen großen Schritt weitergekommen. Da staunst du, was? Lass mich dich auf den neuesten Stand bringen. Aber nicht hier. Das ist mir alles viel zu laut. Viel zu festlich und spaßig und schnapsnasig. Alles Ablenkungen. Triff uns in unserer Basis. Also gut, wieder in den Stollen zurück. Darf ich doch keinen Zwergenschnaps probieren. Sowas aber auch. Gut, da bist du ja. Also, Ohren auf und zugehört. Um dem Schlüssel, wie 2P das Ding genannt hat, wieder zum Laufen zu bringen, brauchten wir eine Energiequelle. Dafür hast du uns todesmutig einen Klopferkristall organisiert, damit wir diesen als Kraftversorgung einsetzen können. Soweit so bekannt. Wir haben also unnachgiebig daran gesessen, die darin gespeicherte Energie dem ollen Schlüssel nun auch zuzuführen. Und es tut mir leid, dass sie dir das sagen zu müssen, aber wir haben auf ganzer Linie versagt. Ha, ha, du solltest dein Gesicht sehen. Nein, natürlich haben wir es geschafft, Dummbärtchen. Für wen hältst du uns denn? Aber jetzt stehen wir vor einem neuen Problem. Dieses Schlüsselding lässt sich scheinbar nur von 2P bedienen. Oder zumindest spielt sie irgendeine Schlüsselrolle in der Handhabung. Ha, Schlüsselrolle, verstehst du? Ha, ich bin wahrlich ein Genie. Ein kleiner Nachsatz zur Erklärung meiner Schwester.
Kaum hatten wir den Schlüssel aktiviert, erschienen darauf merkwürdigerweise Schriftzeichen, so eine Art Runen. Die haben wir natürlich prompt vor den Pott gehalten und der wiederum zeigt uns dann ein furchtbar komplexes Bediensystem. Zumindest glauben wir, dass es eine Art Bediensystem ist. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben keine Ahnung, was wir damit anfangen sollen und sind dementsprechend auf die Hilfe von 2P angewiesen. Sie wird sich schon damit auskennen, richtig? Ich meine, wenn nicht sie, wer sonst? Mein Bruderherz trifft des Eisenbads Kern. Hey, Pott, kannst du 2P wieder einschalten? Aber zackig, bitte sehr. Prüfung der Reparatursequenz der Androideneinheit eingeleitet. Programmfehler festgestellt. Scanvorgang nach Ursache. Beschädigte Komponenten identifiziert. Feldreparatur durch lokalen Austausch schadhafter Teile möglich. Also wie bei einem Eisenbad, was? Wir treiben Ersatzteile auf, tauschen aus, was kaputt ist und 2P ist wieder ganz wie neu. Das hat der Pott damit doch gemeint, oder? Im Gegensatz zu einem Eisenbad haben wir die Teile für 2P allerdings nicht einfach so herumliegen. Wir müssen also nochmal in die Fabrik, aber selbst dann wissen wir ja gar nicht, wonach wir eigentlich suchen sollen, oder? Helferlein, hast du auf deinen Streifzügen durch die Fabrikruinen irgendwas gesehen, das uns nützen könnte? Kaputte Androiden zum Beispiel, bestenfalls solche wie 2P. Die wären großartige Ersatzteillager. Jetzt, wo du es sagst, da war ein ganzer Raum voller kaputter Androiden. Oh, das sind großartige Neuigkeiten. Los, komm, zeig uns den Raum. Und den Pott nehmen wir natürlich mit. Schnell, schnell. Also gut, dann müssen wir jetzt wohl nochmal in die Fabrik. Also dann, lasst uns mal wieder irgendwie, keine Ahnung, wie weit da durchlaufen. So, da sind wir angekommen. Im Sagen-Chat-Modus. Hallo, okay. So. Rock. Da sind die Teile. Oh, ich glaube, unsere Helferfreundin mit dem kläglichen Bartwuchs hat was gefunden. Wow, da läuft es ja einem eiskalt den Bart runter. Sie tragen eine andere Farbe, aber ansonsten sehen diese Androiden alle genauso aus wie 2P. Dasselbe Modell also. Davon ist auszugehen, oder? Damit stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir Ersatzteile auftreiben und 2P neues Leben einhauchen können. Alles weitere überlassen wir besser dem Pott. Im Gegensatz zu uns weiß er, was 2P fehlt. Komm, soll er sich gleich an die Arbeit machen. Okay, ah, zum Glück müssen wir jetzt nicht wieder zurücklaufen, sondern wir sind gleich da. Mit der Hilfe unseres lieben Pots bringen wir 2P sicher in 0, nichts wieder zum Laufen.
Und kriegt es der Pott allein hin oder müssen wir ihm mit einem Klaps nachhelfen? Dann geht's vielleicht schneller. So, aber jetzt hole ich mir noch die Notenrolle. Endlich, endlich! Nach all der harten Arbeit, die Frucht meines Geistes, meines Genies, erhebe dich 2P! Schauen wir doch mal, ob sie auch ordentlich funktioniert. Wie lange war ich abgeschaltet? Seitdem wir aus der Fabrik zurück sind. Du hast dich gerade noch herausschleppen können, dann zapp, Booster. Aber wir haben keine Mühen gescheut, dich wieder auferstehen zu lassen. Und unser kleiner Freund, der Pott, hat auch einen ordentlichen Beitrag dazu geleistet. Verstehe. Ich danke euch. Wie hat sich die Lage in meiner Abwesenheit entwickelt? Also, wir wissen noch immer noch nicht, wer oder was der schwarz gekleidete Android ist oder wer oder was die Maschinenwesen sind. Aber einen großen Schritt nach vorn haben wir trotzdem gemacht. Das hier ist der Schlüssel, von dem du uns kurz vorm Abschalten erzählt hast, richtig? Wir haben ihn zwar höchst erfolgreich gefunden, aber bedienen können wir ihn nicht. Da kannst du uns sicher helfen, dachten wir. Ein Erdbeben. Schnell raus. Raus aus dem Stollen. Der ganze Berg ist weg. Was geht hier nur vor sich? Was zum großen Eisenbad? Anok, da! P. Das sind zu viele. Keine Sorge.
Was hat das zu bedeuten? Ihr habt ausgedient. Irrelevant. Ich werde diese Welt eigenhändig zu ihrem Ende führen. Zwei P hat uns verraten, dieser elende Schrotthaufen. Wer? Was seid ihr? Wir könnten dich genau dasselbe fragen. Ich bin 2B. Joha, Modell B Nummer 2. Hier, um die weiße Androidin zu zerstören. Verlegen wir dieses Gespräch vielleicht auf später? 2P scheint noch irgendein Ass im Ärmel zu haben. Wir müssen sie aufhalten. Oh. Die Puppenfestung ist nun zugänglich. Dann war das eine kurze Folge. Ich hänge die jetzt einfach noch an die vorhergehende Folge dran. Und dann werde ich mir wieder Verbündete suchen. Bis dahin. Macht's gut.